Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute setzen wir uns mit einem der wichtigsten Werke der Philosophie aus dem 20. Jahrhundert auseinander, und zwar mit Vita Activa von Hannah Arendt. Bei dem ganzen philosophischen Zeug stellt sich natürlich wie immer die Frage, wieso uns das überhaupt interessieren sollte, wieso das wichtig ist. Und naja, da kann man entgegnen, dass der Marxismus ist eine der wichtigsten Ideologien, die wir überhaupt hatten. Das kann man an den realweltlichen Auswirkungen mit der Sowjetunion sehen. Und dieses Werk hilft halt dabei, so ein bisschen die Denkgrundlage vom Marxismus besser zu verstehen, weil hier geht es auch ganz viel darum, wie sich der Begriff der Arbeit historisch entwickelt hat, und das ist ja auch für Marx' Analyse ganz essentiell. Dann wird hier viel darauf eingegangen, wie sich in verschiedenen Lebensweisen, besonders in Europa, entwickelt haben, was ich glaube auch recht interessant ist, damit man mal sehen kann, was für Alternativen es eigentlich zum Bestehenden gibt, damit man es jetzt besser verstehen kann, um die Zukunft besser zu gestalten. Und es wird ganz gut betont, wieso es politisch eigentlich so bedeutsam ist, und ich glaube, es ist sehr interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen. Was ich noch kurz anmerken will, bei einigen Themen, die wir hier behandeln, die haben wir schon angeschnitten oder aus einer anderen Perspektive besprochen, bei der Zusammenfassung von Die Ordnung der Dinge von Michel Foucault vor ein paar Wochen. Also, wenn man diese ganzen Sachen etwas besser verstehen will, dann kann man sich diesen auch anschauen, und ich persönlich finde, dass Die Ordnung der Dinge sogar auch noch das ein bisschen ausgeklügeltere, an Einsichten reichere Werk ist, weshalb ich das sehr empfehlen würde, sich das auch noch anzuschauen. Dann fangen wir gleich an. Also zuerst noch zur Hannah Arendt selbst. Also Hannah Arendt hat sich Zeit ihres Lebens nicht als Philosophin bezeichnet, sondern als Denkerin. Sie schreibt auch wie eine Philosophin, was man gut oder schlecht finden kann, weil meiner Meinung nach ist ja ziemlich viel Gelaber dabei, aber dazu gibt es ja so tolle Zusammenfassungen wie diese hier. Und sie kommt ja ursprünglich aus Deutschland, ist, weil sie jüdisch ist, dann aber ausgewandert wegen dem ganzen Nazi-Regime. Und das Werk, was sie bekannt gemacht hat, ist Elemente und Ursprung totaler Herrschaft, was ein sehr, sehr gutes Buch ist über dieses Thema. Obwohl wir das auch nochmal genau besprechen werden und dann einige Kritikpunkte auch noch aufgreifen müssen. Das ist aber leider Stoff für ein anderes Video, weil sonst wird das hier einfach zu lang. Sie hat sich auch gegen den Marxismus ausgesprochen. Im Elemente und Ursprung der Herrschaft gab es auch viele Abschnitte, die sich mit der Sowjetunion auseinandergesetzt haben. Aber die Arbeit hat sich halt eindeutig auf den Nationalsozialismus konzentriert. Und mit Vita Activa wollte sie es ein bisschen nachreichen, dass sie sich intensiver mit dem Marxismus befasst hat. Aber dabei ist sie dann ein bisschen so in ein Rabbit Hole gefallen und hat sich mit immer mehr Themen beschäftigt und ist auf einen ganz grundlegenden Fehler bei Marx gekommen, zumindest ihrer Ansicht nach, und zwar, dass Marx den Begriff der Arbeit eigentlich nicht ganz richtig verwendet. Und wenn wir an Marxismus denken, denken wir ja wohl ziemlich früh an Arbeiter. Und somit ist es sehr zentral, ob der Begriff Arbeit überhaupt richtig definiert wird im marxistischen Diskurs, weil ansonsten stürzt die ganze Theorie mehr oder weniger ein. Also, es geht ja um die Tätigkeiten, also werden wir uns mal anschauen, was für Formen von Tätigkeiten es überhaupt geben kann. Also Arbeit ist laut Arendt, sie stützt sich hierbei sehr stark auf die griechischen Bedeutungen, weil sie hat irgendwie so einen Griechenfetisch, der im Buch immer wieder zum Vorschein kommt. Also Arbeit ist alles, was dem Erhalt des Lebens selbst dient. Also ich koche mir was, weil wenn ich nicht esse, dann sterbe ich, also erhalte ich mein Leben. Aber Arbeitsprodukte vergehen immer wieder. Wenn ich das Essen verspeist habe, dann ist es weg. Blöd. Herstellen sind dauerhafte Dinge. Zum Beispiel das Tablet, mit dem ich das Ganze hier aufnehme. Das wird hergestellt, weil es handelt sich um ein dauerhaftes Ding. Es verschwindet nicht. Es wird über Zeit schon irgendwie verkonsumiert, aber es dauert halt deutlich länger. Also hergestellt werden dauerhafte Dinge, erarbeitet werden vergängliche Dinge, die ich brauche, um zu beleben. Und dann kommen wir noch zum Handeln. Wie man vielleicht gesehen hat, Arbeiten ist ja eigentlich etwas, was Tiere auch können, oder? Sie können auch essen, um ihr Leben zu erhalten, und herstellen kann man jetzt auch diskutieren. Wenn irgendein Viech ein Loch gräbt und dieses Loch bleibt dauerhaft, oder sich ein Nest baut, das länger bleibt, ist das denn nicht auch schon herstellen? Jetzt kommen wir also zur Sphäre, die wirklich den Menschen vorbehalten ist, und zwar das Handeln. Weil das Handeln wird erst durch das Sprechen möglich. Und wenn Menschen nun mal die einzige Lebensform ist, die uns bekannt ist, die wirklich auf einem gewissen Niveau sprechen kann,
Natürlich können auch andere Tiere kommunizieren, aber es hat niemals die Komplexität der menschlichen Sprache. Und dann kommen wir auch zum Denken, dem wollte sie eigentlich ein Folgewerk widmen. Aber das ist nie ganz fertig geworden und man kann sich, soweit ich weiß, kann man sich einen Teil davon durchlesen. Aber um das geht es jetzt nicht. Und im Vita Activa wird es am Rande hin und wieder behandelt, deswegen wollte ich das nicht auslassen. Also, ein ganz grundlegender Gedanke bei Hannah Arendt ist, dass der Mensch ein bedingtes Wesen ist. Der Mensch hängt also von verschiedenen äußeren Faktoren ab. Ups. Also Menschen müssen arbeiten, wo ohne Arbeit würden wir vergehen. Wir sind also nicht einfach so da, sondern es ist an Bedingungen geknüpft. Und weil die Menschen arbeiten müssen, ist Marx' Utopie, dass irgendwann die Arbeit verschwindet, unmöglich. Sie wenden sich also hier schon direkt gegen diese marxistische Utopie. Wobei man jetzt auch, das betont sie selber, man muss bedenken, das gilt nur für das, sie nennt es noch irdisches Leben, weil wenn man auf dem Mars eine Kolonie aufbauen kann, ja, können sich die Bedingungen ganz grundlegend ändern. Da ist sie halt von ihrem Zeitgeist beeinflusst mit der Mondlandung und so weiter. Heutzutage ist ja fast das wahrscheinlichere Szenario, nicht, dass eine Marslandung ausgeschlossen wäre in den nächsten 50 Jahren. Also wahrscheinliches Szenario ist ja, dass uns die KIs, die Maschinen ein bisschen von diesen Bedingungen befreien und uns immer mehr Arbeit abnehmen. Und dann könnten wir ein Großteil dieser Analyse hinfällig werden oder nur für die Vergangenheit relevant sein. Und vielleicht liegt die marxistische Utopie ja irgendwo in der Technologie verborgen. Darauf werden wir wohl nicht allzu schnell eine Antwort kriegen. Und der Mensch ist bedingt durch seinen Besitz. Weil wenn er überhaupt nichts besitzt, dann wird das Leben nun mal deutlich schwerer und die Wahrscheinlichkeit für den Tod steigt ziemlich stark an. Weil wenn ich kein Haus habe und zum Beispiel bei mir schneit es gerade draußen, dann hat man ein Problem. Kommen wir jetzt zur Arbeit. Arbeit. Also bei Smith ist das, was Hannah Arendt als Arbeit generell definiert. Sie hat unproduktive Arbeit, was eigentlich recht interessant ist. Weil unproduktiv, es wird also nichts von dauerhaftem Wert geschaffen, es wird alles verkonsumiert. Im antiken Griechenland war Arbeit sehr verpönt und galt als etwas, was eher nur für Sklaven zu erledigen war. Und aus das größte Wohl, was einem Menschen widerfahren konnte, war, dass er durch die Sklaven frei von Arbeit werden konnte. Und deswegen argumentiert sie sogar an einer Stelle, dass eigentlich erst die Sklaven die geistigen Leistungen der Antike ermöglicht haben, weil sie die anderen, also Aristoteles und Platon und so weiter, wie die alle heißen, von der Arbeit freigehalten haben. Was ein recht widerlicher Gedanke ist, wie ich finde. Das heißt natürlich nicht, dass die Sklaverei unterstützt, sondern ist nur eine Analyse ohne ein Werturteil eigentlich. Also im antiken Griechenland konnten ja witzigerweise auch Sklaven nach ihrer Befreiung reich werden, was aber daran liegt, dass Arbeit und Geld nicht diesen Prestige hatten. Dazu kommen wir später noch beim Handeln. Also Arbeiten ist halt ein ewiger Kreislauf. Ich arbeite, um zu überleben, und dann arbeite ich wieder, um weiter zu überleben. Und also das läuft sich irgendwie tot. Bei Aristoteles hieß es noch, dass keine totale Automatisierung der Arbeit möglich ist, weil essen muss ich irgendwie doch noch selber. Und die Arbeit fiel im antiken Griechenland eindeutig in den privaten Raum. Es hat sich ja erst in den letzten Jahrhunderten auch wirklich stärker geändert, dass man an Produktion und Arbeit und alles, was zum Überleben notwendig ist, das ganze Wirtschaftssystem mehr in die kollektive Hand im Sinne von großen Unternehmen gegeben hat. Dann kommen wir zum Herstellen. Also Herstellen ist nicht Arbeit, sonst wird es nicht Herstellen heißen. Herstellen genießt grundsätzlich ein höheres Ansehen als die Arbeit, besonders jetzt in der Neuzeit. Was man auch daran sehen kann, dass Smith ja die Arbeit noch als unproduktiv bezeichnet hat, was ja eher abwertend ist von einem Wirtschaftswissenschaftler. Und beim Herstellen ein eher komplexer Gedanke, über den man gleich wirklich ein paar Minuten nachdenken muss, bis man ihn ganz checkt, ist, dass beim Herstellen alles Zweck und Mittel ist.
Ich habe diese Sache, um den Schrauben herzustellen. Er ist also ein Zweck dieses Herstellungsprozesses. Ich brauche aber den Schrauben, um etwas anderes herzustellen. Da ist er wie ein Mittel. Und dann in der Neuzeit ist die Freizeit, wird die Freizeit höher und wichtiger angeschätzt als die Arbeitszeit. Das kann man jetzt auch sehr gut beobachten mit Sachen wie Quiet Quitting und allem Möglichen. Und die Freizeit nimmt immer weiter zu und die Arbeitszeit nimmt ab. Es gibt da jetzt zum Beispiel in Österreich auch immer wieder Diskussionen mit einer 35- oder 30-Stunden-Woche, was ganz fein wäre für Arbeitnehmer. Also, go, weniger Arbeitszeit. Und dann kommen wir zum Handeln. Das Handeln wird ja schon fast glorifiziert, denn es ist laut ihr die höchste Tätigkeit, die ein Mensch ausführen kann. Und jetzt kommen wir auch zu einem, also das Handeln ist, muss ja öffentlich sein. Und Handeln fällt auch alles Politische. Aber öffentlich ist nicht unbedingt politisch, weil zum Beispiel Tiere können auch noch eine gewisse Öffentlichkeit haben, sie leben halt zusammen. Also da fehlt die Politik, da fehlt dieses geistige Organisationsprinzip. Handeln ist also etwas, was nur Menschen können und darin kann der Mensch auch seine Einzigartigkeit behaupten. Kochen tun wir irgendwie alle gleich, also wir sind ein Fünf-Sterne-Koch. Da gibt es relativ eine Baseline und da halten sich die meisten, weil die meisten nur sehr semi-gut kochen können. Und beim Handeln hingegen, wenn man spricht, wenn man seine Ideen verkündet, dann kann man seine Einzigartigkeit behaupten. Und da ist jetzt ein ziemlicher Hot Take von der Frau Arendt, weil laut ihrer Meinung nach ist die soziale Frage gar nicht politisch, sondern ist öffentlich, weil das Politische ist für sie mehr dieses Größere, dieses ob Demokratie oder Diktatur. Und da würde ich jetzt nicht wirklich zustimmen, aber am Ende ist es ja auch mehr eine Diskussionsfrage. Alles Soziale aus dem Politischen zu verbannen, käme mir mehr so vor, als würde es die politische Sphäre sehr einschränken und ärmer machen, weil einige der produktivsten Diskussionen ja doch soziale Natur sind und soziale Fragen sind auch ganz entscheidend für die Fragen nach dem politischen System. Besonders in der Antike hat halt Handeln auch Ruhm gebracht. Das haben wir jetzt schon vorhin gehört, dass Sklaven zwar reich werden konnten, also konnten keine Bürger werden, nicht in den handelnden politischen Entscheidungsprozess eintreten, weil dort der ganze Ruhm lag. Es war einfach gesellschaftlich nicht so anerkannt, dass man reich wird. Es war viel mehr anerkannt, wenn man politisch etwas leistet. Das hat sich zwar heute auch verändert. Und wenn wir schon so viel über die Antike reden, machen wir noch einen kurzen Exkurs zu Athen. Also, und in Athen gab es eine hohe Konkurrenz. Es gab eine Kultur, die das Herausragende gefördert hat. Arendt behauptet sogar, dass diese Kultur des Herausragenden zum kurzen Bestand Athens beigetragen hat, weil sich jeder immer selber übertreffen wollte und es hat auf Dauer nicht zu einem stabilen System geführt, aber zu einem System, in dem sehr große Leistungen erbracht worden sind, was man ja, glaube ich, neidlos anerkennen kann, dass Aristoteles, Platon, Sokrates und wie sie alle heißen, einen sehr großen Einfluss auch auf die spätere westliche Kultur hatten. Und wie schon gesagt, hier war das Handeln besonders wichtig und jeder männliche, nicht versklavte Bürger, was jetzt ziemlich wenig Prozent vom Originalen sind, hat halt gehandelt. Also jetzt kommen wir noch zum Denken. Zu das, was ihr hoffentlich während diesem ganzen Video schon getan habt. Und damit ihr euch auch nochmal hochschätzen könnt. Also Denken ist erstmal schwer. Da müssen wir uns jetzt erstmal selber mitleiden. Aber Denken ist ja auch sinnvoll. Nur wenn man denkt, kann man über den Tellerrand hinausschauen, kann man ein neues Gesellschaftssystem definieren oder Verbesserungen für das bisherige finden. Handeln ist da irgendwie so eine Stufe drunter. Es ist halt das, was im politischen Alltag passiert, wo man ein bisschen redet, so Machtspielchen. Aber Denken ist halt wirklich dieses tiefere über Konzepte schwadronieren. Im antiken Griechenland war Denken noch so etwas Würdiges, aber es war auch schon da unterm Handel angesiedelt vom Ruhm her. Zum Beispiel bei Platon, finde ich, merkt man ein bisschen dass er ein bisschen darüber aufregt, dass sein Denken nicht so gewürdigt wird wie das Handeln, weshalb er auch seinen Philosophenstaat konstruiert. Also das würde ich fast als eine persönliche Kränkung werten, obwohl ich damit Platon-Fans jetzt sicher ein bisschen beleidigt habe.
was mir aber recht egal ist. Und da kommen wir jetzt wieder zum zentralen Konzept von Foucault. Also wenn man das Video noch nicht gesehen hat, bitte anschauen. Ist gleich in der Hinsicht sehr wertvoll. Weil das Denken verändert sich über die Zeit. Und der Marxismus ist tief im 19. Jahrhundert mit Hegel und Materialismus verhaftet und könnte eigentlich in keiner anderen Zeit so entstanden sein. Zum selben Schluss kommt auch Foucault, also bitte sich damit auch auseinanderzusetzen. Jetzt kommen wir auch zur Wissenschaft in der Neuzeit. Hier ist eigentlich etwas sehr Interessantes, wenn man darüber nachdenkt, weil Wahrheit entsteht dadurch, dass man etwas tut. Durch diese Messung, durch das, dass ich etwas tue, um diese Messung zu erzeugen, entsteht zum Beispiel in der Physik eine Wahrheit. Dadurch hat sich die Wahrheit generell verändert und die Bedeutung der Philosophie hat abgenommen, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir einfach jetzt viel mehr wissenschaftliche Instrumente haben, mit denen wir alles messen können und feststellen. Und da schwindet nicht nur der Raum für die Religion, sondern auch ein bisschen für die Philosophie. Dafür werden ja auch neue Bereiche wie die Ethik wird immer wichtiger, weil wir einen immer größeren Einfluss mit unserem Handeln haben können. Die Sinne, das was den Empirismus ja ursprünglich nur ausgezeichnet hat, verlieren auch langsam Bedeutung, weil immer mehr diese Messinstrumente zum Forschen kommen, aber Arendt betont auch, dass die Messung nicht unbedingt die Wirklichkeit ist. Was man jetzt auch quantenphysikalisch meiner Ansicht nach so sagen kann, Quantenphysik ist generell ein spannendes Thema, so wie wir uns vielleicht nochmal intensiver auseinandersetzen sollten, vielleicht mit vor allem mit den philosophischen Folgen und Implikationen. Aber man sieht ja auch, dass Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft und nochmal vor allem Physik und Chemie meint. Weil ich habe immer das Gefühl, dass bei Naturwissenschaft irgendwie Biologie so ein bisschen diskriminiert wird, was aber auch an meinem persönlichen Vorlieben liegen kann, weil ich Biologie einfach nicht sonderlich mit Biologie weniger anfangen kann als mit Physik und Chemie zumindest. Dann kommen wir kurz zu einem lustigen Thema, so ziemlich zum Abschluss. Und sonst noch Hedonismus. Und Hedonismus kann man als die Vermeidung von Schmerz. Also Hedonismus ist ja das, dass man nach Lust strebt eigentlich. Aber Arendt sagt, nein, eigentlich streben wir nach Lust und wir wollen Schmerz vermeiden. Wir wollen Durst, Hunger und so weiter vermeiden, weil das bringt uns dann eigentlich Lust. Lust ist nur die Vermeidung von Schmerz. Und da kommen wir jetzt zu einem bisschen scheißigeren Thema, und zwar Suizid. Der escalated quickly. Und Suizid würde heißen, kein Schmerz, weil man nicht mehr existiert. Und so, das ist ihre entscheidende Kritik am Hedonismus. Wenn man wirklich nur für die Vermeidung von Schmerz, für die Lust lebt, dann besteht überhaupt kein Sinn daran zu leben, weil man Schmerz am besten dadurch vermeiden kann, dass man aufhört zu leben. Ich finde, das ist ein bisschen ein gewagter Vergleich, weil wenn man sich das auf einem Zahlenstrahl vorstellt, mit Lust auf positiv und Schmerz auf negativ, dann ist ja nicht existieren nicht null, sondern nicht existieren liegt ja gar nicht auf dem Zahlenstrahl. Somit finde ich persönlich diesen Gedanken eher kritisch zu betrachten und falsch. Ich habe auch anderes, was wir hier gerade haben, anders gesehen, aber das bei allem dazu zu erwähnen, ist halt recht langweilig, finde ich. Und ich möchte auch dem Zuschauer mögliche eigene Gedanken zu formulieren. Aber besonders bei solchen Themen ist es sehr wichtig, dass man betont, dass Suizid halt normalerweise oder fast immer eine ziemliche Bullshit-Idee ist. Und laut ihr führt der Hedonismus zum Utilitarismus. Ach, und zum Thema Suizid wird es auf diesem Kanal auch noch Videos geben, wo wir es aus wissenschaftlicher, soziologischer Perspektive mal genauer betrachten, weil die Forschung in der Hinsicht eigentlich sehr interessant ist. Also Utilitarismus heißt ja einfach, das ist die Ethik, dass man sich am Wohl der meisten Leute orientiert. Zur Ethik werden wir auch noch einige sehr ausführliche Videos machen, weil ich glaube, dass das vielleicht wichtigste philosophische Thema von unserem Jahrhundert ist. Wo Licht ist, da ist auch Schatten, und somit gibt es auch viel Kritik an dem Buch, mit der ich ja auch nicht gespart habe, auch während dieses Videos. Also, erstens wurde oft kritisiert, dass sie sich ständig auf Griechenland bezieht, was jetzt nur ein sehr beschränkter Ausschnitt der Menschheitsgeschichte ist, besonders auf das antike Griechenland halt. Und man kann es wirklich fragen, wie weit man das verallgemeinern kann. Sie verwendet einige zweifelhafte Methoden, zum Beispiel analysiert sie viele Wörter und ob man daraus wirklich tiefere Meinungen, Wahrheiten ableiten kann, bleibt zweifelhaft. Das sind mir andere Methoden deutlich lieber. Es wird auch oftmals kritisiert von Lesern, die Normalsterbliche sind, dass sie das Ganze irgendwie zu abstrakt abgeht, für das es einfach nur geht, es ist Arbeit, es ist Herstellen und
wir handeln noch. Und damit geht auch einher, dass es meiner Meinung nach ein wenig zu viel Geschwafel hat. Davon sind aber die meisten Philosophen nicht befreit. Also, machen wir ein kurzes Fazit. Wir brauchen Arbeiten zum Überleben, Herstellen zum Formen und Handeln. Ist halt, dass es zwischen den Menschen geschieht. Und der Marxismus ist falsch, was ich glaube auch historisch ganz gut belegt ist. Und wir werden uns auch noch mehreren Videos mit marxistischer Theorie und deinen genauen Problemen auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es ein sehr faszinierendes Thema ist, wo man viel darüber lernen kann, wie man das derzeitige System auch überkommen kann und was für Möglichkeiten es gibt, eine bessere Welt zu gestalten. Und so wichtig diese ganzen politischen großen Sachen auch sein mögen, und sie sind sicher extrem wichtig, darf man doch auch nicht vergessen, dass auch im jetzigen Moment Leute unter dem bestehenden System leiden und da wir das System jetzt nicht morgen umschmeißen können, zumindest kann ich das nicht, wenn das jemand von euch kann, bitte gern, solange man halt das Bessere einführt, möchte ich euch darum bitten, eine kleine Spende für etwas, für eine effiziente Charity, für eine effiziente Wohltätigkeitsorganisation zu leisten. Ich persönlich bin sehr großer Fan von der Hilfe gegen Malaria, weil es einfach, weil die afrikanischen Länder haben sehr unter unserem Einfluss als Europäer gelitten. Und bei uns gibt es solche Erkrankungen wie Malaria überhaupt nicht, weil sie extrem billig sind auszulöschen. Aber weil andere Länder auf dieser Welt so in solch extremer Armut leben, werden sie auch immer von diesen Krankheiten geplagt. Und um diese Schuld, die wir ja eigentlich alle geerbt haben, Erbsünde, siehe Christentum, um das zumindest ein bisschen auszugleichen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, möchte ich euch bitten, an die in der Videobeschreibung verlinkte Anti-Malaria-Charity, die auch laut der Charity Research GiveWell eine der effizientesten weltweit ist, zu spenden, um einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Und damit danke ich für diese Aufmerksamkeit und ciao.